Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen und Platz zu nehmen, damit ich die 45. Plenarsitzung des Hessischen Landtages eröffnen kann, was ich hiermit getan habe, und ebenfalls die Beschlussfähigkeit feststelle. Ich darf Ihnen vor Eintritt in die Tagesordnung eine Mitteilung machen, nämlich über den Bericht über die Angemessenheit der Entschädigung von Abgeordneten und zur Anpassung von Leistungen. Nach § 22 des Hessischen Abgeordnetengesetzes ist der Präsident des Landtages dazu verpflichtet, dem Landtag jährlich einen Bericht über die Angemessenheit der Entschädigung von Abgeordneten und zur Anpassung von Leistungen zu erstatten. Daher gebe ich Ihnen diesen Bericht für die zum 1. Juli 2020 ermittelte Anpassung der in Ihren Fächern als Drucksache 20-2988 verteilt worden ist, zur Kenntnis. Und der Angemessenheitsbericht wird vom Plenum lediglich entgegengenommen, was dann hiermit auch geschehen ist. Zur Tagesordnung kann ich Ihnen mitteilen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE zu Top 13. Das ist der Gesetzentwurf der Landesregierung betreffend Gesetz über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern in der Fassung der Beschlussempfehlung. Sie Drucksache 20-3016 zu Drucksache 20-2951. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Einführung einer Vermögensabgabe, um Kosten der Corona-Krise zu tragen, Drucksache 20-3061. Darf ich um Ruhe bitten und darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird? Das ist offensichtlich der Fall. Manchmal geht es auch schnell. Dann wird das Top 103 und kann, wenn Sie dem nicht widersprechen, mit den Tagesordnungspunkten 13, 14, 15 und 102 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Kitas in Hessen sind gut aufgestellt. Hessen stellt 1 Milliarde für Kinderbetreuung bereit, Drucksache 20-3075. Ich darf Sie fragen, ob Sie die Dringlichkeit bejahen. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das Top 104 und kann mit Top 80 zu dem Thema aufgerufen werden. Ist das okay? Keiner widerspricht, dann machen wir das so. Und schließlich ist noch eingegangen und an den Plätzen verteilt ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessischer Digitalpakt Hochschule setzt wichtigen Impuls für digitale Lehre, auch während der Pandemie. Das ist die Drucksache 20-3076. Frage auch hier, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Offensichtlich ist das so. Dann wird das Top 105 und kann mit Top 69 dem Thema aufgerufen werden. Alle sind einverstanden. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss hat gestern Abend die Beschlussempfehlungen zu den beiden im Ausschuss behandelten Gesetzentwürfen und den zwei dazu eingereichten Anträgen abgegeben. Der gemeinsame Aufruf erfolgt morgen am Donnerstag als Top 22, 106, 107 und 108. Darf ich Sie fragen, ob Sie die Tagesordnung so genehmigen? Das ist der Fall. Keiner ist dagegen. Alle sind einverstanden. Heute tagen wir bis zur Erledigung der Beschlussempfehlungen. Wir beginnen im Anschluss an diese amtlichen Mitteilungen mit Top 69. Das ist der Setzpunkt der Freien Demokraten. Digitale Lehre an hessischen Hochschulen stärken, Drucksache 20-2999. Nach der Mittagspause fahren wir mit Top 76 fort. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der Christdemokraten. Es ist hier der Antrag engagiert für einen starken und verlässlichen Rechtsstaat mit der Drucksache 20-3008 in der Mittagspause. Das darf ich den Mitgliedern des entsprechenden Wahlausschusses zur Wahl der richterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs zurufen, sowie der Landesanwaltschaft. In der Mittagspause kommt der Wahlausschuss zu der Wahl im Raum 301p zusammen. Und ich möchte Sie auch noch hinweisen auf die Sitzung des Haushaltsausschusses, der heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung im Raum 501a tagen wird. Heute fehlen entschuldigt die Kollegin Lena Arnold, die Kollegin Claudia Papst-Dippel, der Kollege Kahn, der Kollege Rahn, der Kollege Vohl,
Abg. Karl-Hermann Bolldorf und Frau Ministerin Lucia Buttrich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist nicht der Fall.